If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Hallo und herzlich willkommen zu DocTV, dem Kunstmagazin rund um die Documenta. Wir freuen uns, dass wir heute einen besonderen Studiogast haben, und zwar Wolfgang Thierse, den Vize-Bundestagspräsidenten. Außerdem zeigen wir euch auch noch eine Umfrage unter den Kasselern. Kommen wir aber nun zum Beitrag unserer Reporter Christian und Christian. Die beiden haben sich mit dem Doing Nothing Garten vor der Orangerie beschäftigt. Das, was ungetan bleibt, bleibt umsonst ungetan. Das, was getan ist, ist umsonst getan. Das, was umsonst getan wird, muss trotzdem getan werden. Wildblumen, Insekten und Wiese. Niemand würde vermuten, dass sich unter dieser Idylle ein Müllhügel verbirgt. Doch genau dies können Besucher seit geraumer Zeit in der Karlsaue vor der Orangerie bestaunen. Der Doing Nothing Garden, ein Werk des chinesischen Künstlers Song Dong. Das Kunstwerk ist bei den Kasslern eher als Erdhügel bekannt und soll in Form eines Gartens einen lebendigen Organismus darstellen. Hier soll deutlich gemacht werden, dass im richtigen Kontext selbst Nichtstun schöpferische Wirkung haben kann. Song Dong will mit seinem Werk die Flucht der Menschen vom Land in die Großstädte kritisieren, da hierdurch die chinesischen traditionellen Werte verloren gehen würden. Zum Schutz des Gartens ist es den Besuchern untersagt, ihn zu betreten. Dadurch wird der Natur freien Lauf gelassen, sodass eine idyllische Atmosphäre entsteht, in der man lesen oder entspannen kann. Welches Verhältnis haben Jugendliche zu moderner Kunst? Das haben sich unsere Reporter gefragt und sind dem Ganzen auf den Grund gegangen. Ja, keine Ahnung, mal was interessiert mich? Kunst, ey. Kunst habe ich immer nur eine 2 geschrieben in der Schule, aber trotzdem. Moderne Kunst, ey. Wir haben uns in letzter Zeit immer darüber aufgeregt. Ich finde das zum Beispiel jetzt gut, dass das modern ist. Also nicht mehr so alt nur Gemälde, sondern auch mehr Gegenstände, wie beim Hauptbahnhof, diese Schrotthaufen da. Finde ich auch so jetzt modern. Würde ich nicht unbedingt als Kunst bezeichnen, aber ist auch eine Art der Kunst jetzt. Ja, also eigentlich nicht so, aber jetzt, wo in Kassel ja hier in der Nähe die Kunstausstellung ist, gehen wir schon gerne mal hin. Also mit der Documenta ist man da eher vertraut, wobei manche Kunstwerke, würde ich sagen, einfach unverständlich sind. Im Grunde bin ich nicht sehr kunstinteressiert, würde ich sagen, aber zu so Ereignissen wie der Documenta, das gucke ich mir da doch schon mal an. Kunst ist unterschiedlich, ne? Das liegt im Auge des Betrachters. Ja, ich bin da so ein bisschen gespalten. Also ich finde, manche Sachen sind ganz gut, aber bei den meisten, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Dann mag ich lieber so die alten Sachen, das ist so ein bisschen für mich künstlerischer, während ich die neuen Sachen vielleicht manchmal einfach nicht verstehe. Langweilig. Sieht halt einfach komisch aus. Heute nennen die alles moderne Kunst. Und das ist halt irgendwie blöd. Selbst ein Müllhaufen oder ein weißes Blatt wird heute als Kunst bezeichnet, also daher... Es kommt darauf an, also manchmal sind die abstrakten Themen, sie können interessant inszeniert werden, aber ich glaube häufig wird das auf die Spitze getrieben und es wird dann unglaubwürdig und das ist immer so eine Sache, das ist dann natürlich auch nicht mehr so interessant. Berliner Hauptbahnhof, haben Sie das schon mal gesehen? Ja. Das ist für mich moderne Kunst, aber so paar Schrauben auf den Boden geschmissen, das ist Dreck. Jetzt darf ich hier unseren Gast begrüßen. Hallo Herr Thierse. Guten Tag. Wie wir gerade gesehen haben, können viele Jugendliche nichts mit moderner Kunst anfangen. Wie war denn damals Ihr Zugang zur Kunst? Ach, wissen Sie, ich bin in einer kleinen Stadt in Thüringen aufgewachsen, in den 50er Jahren. Da gab es keine moderne Kunst. Die habe ich erst kennengelernt, als ich dann nach Ost-Berlin zum Studieren gegangen bin. Und auch das war eher traditionellere Kunst in der DDR als so richtig moderne, experimentelle Kunst. Die habe ich dann wirklich erst nach der Wiedervereinigung selber genauer kennengelernt, unter anderem hier bei der Documenta. Also denken Sie, die Documenta hat Ihnen
geholfen, die modernere Kunst mehr kennenzulernen? Ja, ja, sicher auch. Natürlich viele Ausstellungen in Berlin und anderswo. Und es muss einem nicht alles gefallen an moderner Kunst, das gilt ja sowieso. Kunst ist Freiheit, man soll sich nicht zwingen lassen zu irgendeinem Urteil, sondern es kann einem was gefallen, das andere findet man langweilig. Es ist ganz unterschiedlich. Was denken Sie denn, was der Staat und insbesondere die Schulen tun könnten, um die Jugendlichen einfach dazu zu bringen, dass sie sich mehr für die Kunst interessieren? Vielleicht fängt man nicht immer mit modernster und experimentellster Kunst an, sondern durchaus mit traditioneller Kunst. Es gibt wunderschöne Gemälde, wenn man die sich anguckt, kann man sehen, wie schön Malerei, wie schön Bildhauerei sein kann. Und dann kann man den nächsten Schritt tun. Und das kann man in der Schule lernen. Wozu gibt es schließlich das Fach Kunsterziehung? Und Sie haben ja in den 70er Jahren im Kultusministerium der DDR gearbeitet. Wie war das denn damals? Was hat der Staat da getan? Gab es da gute Angebote für die Jugendlichen oder allgemein gute Kulturangebote? Naja, die DDR hat sich sehr viel Mühe gegeben, sozusagen ästhetische Erziehung zu betreiben, weil für die DDR, es war schon ein kommunistischer Staat, da sollte die Kunst dazu beitragen, dass aus den jungen Leuten überzeugte DDR-Bürger werden. Also, da wurde die Kunst mit einem politischen Auftrag befrachtet. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. Ich sag's nochmal, Kunst ist Freiheit und Künstler können politisch sein, aber sie sollen nicht dazu gezwungen werden. Also wurde die Kunst da fast schon als Erziehungsmittel eingesetzt? Kunst sollte ein Erziehungsmittel sein, damit es ordentliche Staatsbürger werden. Und die meisten Künstler haben sich diesem Auftrag zu entziehen versucht. Und Sie waren ja jetzt auf der Documenta, besonders heute. Was haben Sie da denn bisher gesehen? Was hat Ihnen am besten gefallen? Und wie finden Sie die Ausstellung allgemein? Also ich habe natürlich nicht alles gesehen. Ich war fast 8 Stunden unterwegs, ununterbrochen. Ich bin jetzt ganz erschöpft von den vielen Kunst, die ich gesehen habe. Also im Fridericianum, da hat mir vieles gefallen. Da fand ich vieles sehr interessant. Nicht alles, aber das ist ja auch zu viel. Wenn einem alles gefällt, dann hat man keinen guten Geschmack. Also man sucht sich Sachen aus, die einen beeindrucken. Und immer dann gefallen mir Kunstwerke, um sie zu verstehen, um einen Zugang zu haben, nicht zu viel erklärt werden muss. Und das ist ein bisschen ein Problem der modernen Kunst, dass zu viel ringsum erklärt werden muss. Kunstwerke müssen sinnlich, auch emotional wirken. Sie müssen irgendwie uns anrühren. Dann lässt man sich auch viel mehr auf sie ein. Und davon gab es eine ganze Reihe Kunstwerke. Also hat Ihnen die Ausstellung insgesamt gut gefallen? Insgesamt finde ich sie erstaunlich gut, die Documenta. Natürlich kann ich sie nicht vergleichen mit dem von vor 5 Jahren, da erinnere ich mich ja nicht mehr an alles. Aber die Documenta ist viel besser als das, was ich vorher über sie gelesen habe. Also haben Sie wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass die Leiterin der Documenta, Caroline Christoph Bakaji, hier besonders in Kassel kritisiert wurde, nach ihren Äußerungen über Wahlrecht für Hunde und Katzen? Ja, das fand ich auch ziemlich, sagen wir mal, freundlich überraschende Äußerung oder befremdliche Äußerung. Dieser Vorwurf, wir müssen das Anthropozentrische überwinden. Das heißt ja, wir sollen das vom Menschen her denken und fühlen überwinden. Ja, wie sollen wir das als Menschen hier zustande bekommen? Also nach diesen Äußerungen war ich etwas skeptisch, aber die Ausstellung ist viel besser als das, was die Chefin dazu hat verlauten lassen. Vielleicht hat sie es mit Absicht gemacht, damit man mit negativen Erwartungen herkommt und dann positiv überrascht ist. Und was halten Sie als Mitglied des Zentralrats der Katholiken von der Kritik an der Ausstellung in der Elisabethkirche hier in Kassel? Das finde ich komisch. Entweder die Freiheit der Kunst gilt für alle, dann kann man Kunst nicht verbieten wollen. Zumal die Figur von Barkenhol auf dem Kirchturm, die sieht doch wunderbar aus. Auf einer goldenen Kugel breitet da ein Mann die Arme aus. Wieso soll man sich dadurch gestört fühlen? Ich fühle mich nicht gestört dadurch. Okay, also Sie sind mit der Ausstellung zufriedener als mit der Leiterin? Ja, über die Leiterin kann ich ja nichts sagen. Ich kenne sie ja nicht persönlich. Ich kenne nur ein paar Interviewäußerungen und die fand ich eher verwunderlich. Aber das, was sie gemacht hat, ist doch erstaunlich gut. Ja, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch und ich wünsche ihm im Namen der ganzen Redaktion noch viel Spaß hier in Kassel und vielleicht auch noch auf der Documenta. Herzlichen Dank. Ja, Lukas und ich verabschieden uns jetzt auch von euch. Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen und dass ihr morgen um 18 Uhr wieder bei DocTV einschaltet. Einen schönen Abend noch. If I die before I wake, at least
'cause right now on Earth I can't do jack without the man upon my back.